Sie sieht aus wie Leder, fühlt sich an wie Leder, ist aber nicht aus Leder. Diese Jacke ist aus Kork. Also man kann es eigentlich echt vergleichen mit Leder. Es ist sehr, sehr flexibel, sehr, sehr weich und trägt sich eigentlich ja, sehr schnell ein. Auch durch die Körperwärme wird es auch noch weicher dann. Jahrelang hat Michael Spitzbart getüftelt, bis er auf Kork als Ersatz fürs Leder kam. Dass es weicher auf der Haut ist. Also Regen macht überhaupt nichts aus. Auch wenn die Jacke mal dreckig wird, man kann sie einfach abwischen. Dadurch, dass das Material als Rinde am Baum auch jahrzehntelang draußen steht, macht Witterung den Jacken überhaupt nichts aus. Seit 6 Jahren designt Spitzbart seine eigenen Klamotten, hat in seiner oberfränkischen Heimatstadt Helmbrechts eine Firma aufgebaut mit 6 Mitarbeitern. Die vegane Marke hat er inzwischen bundesweit etabliert. Also mir sind 3 Sachen eigentlich ja, wirklich sehr wichtig. Und das ist einmal die ökologische Produktion. Zum Zweiten die sozialverträgliche Produktion, dass eben keine Kinder damit beteiligt sind, dass keine giftigen Farbstoffe mit den Mitarbeitern in Berührung kommen. Und zum anderen, dass eben auch keine Tiere zu Schaden kommen. Und das ist für uns eben diese vegane, tierfreundliche Produktion. All seine Kleidung lässt er in Portugal fertigen, dort wo auch die Korkeichen wachsen. 24 Jahre muss so ein Baum alt sein, bevor man den Kork zum ersten Mal ernten kann. Dünn geschnitten wird das Material dann auf Baumwolle aufgebracht. So entstehen die Jacken, aber auch Gürtel und Geldbeutel. Von allem gibt es bislang nur wenige Exemplare. Per Crowdfunding versucht Spitzbart, die Mode aus Kork nun an den Mann zu bringen. Das heißt, erst wenn genügend potenzielle Käufer im Internet vorbestellen, wird tatsächlich in Serie produziert. Also mir war von Anfang an klar, dieses Produkt kennt keiner, weil es das noch nicht gibt. Das heißt, wir müssen eigentlich komplett durch Deutschland fahren und müssen das Produkt vorstellen, dass die Leute es anfassen können und dass man überhaupt eine Idee davon kriegt, wie ist Kork als Lederersatz eigentlich. Knapp 300 Euro kosten die Jacken aus Kork. Von dem Rohstoff ist Erfinder Spitzbart absolut überzeugt. Ich finde es halt wahnsinnig toll, dass dieser Rohstoff immer wieder nachwächst und dass der halt einfach so rumsteht und eigentlich so für Bekleidung, das eigentlich noch überhaupt keiner entdeckt hat, das Material. Mitmachen kann jeder beim Crowdfunding. Wenn sich genügend Käufer finden, werden die Jacken und Geldbeutel im Sommer produziert und ab September ausgeliefert.